Und auch wir bleiben beim Thema Ozonforschung. Und dazu spreche ich jetzt mit Dr. Markus Rex. Er ist Physiker und Atmosphärenforscher. Herzlich willkommen. Herr Rex, wir haben es gerade im Beitrag gesehen und gehört. Auf lange Sicht wird sich die Ozonschicht erholen bis Ende des Jahrhunderts. Aber es kommt immer mal wieder zu einem hohen Ozonverlust, zu einem Ozonloch. Wie passt das denn zusammen? Ja, hört sich erstmal verwirrend an. Das liegt daran, dass diese FCKWs, diese Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die Ozonschicht immer nur dann besonders gut schädigen können, wenn es besonders kalt wird, in etwa 20 Kilometer Höhe, wo die Ozonschicht eben liegt. Also dann sind diese Gase am schädlichsten, wenn es sehr, sehr kalt ist. Genau, deswegen brauchen wir diese große Kälte als weitere Zutat zur Bildung eines Ozonlochs. Und die ist eben nicht in jedem Winter vorhanden. Also die ist aber ab und zu immer mal wieder, tritt es dazu auf. Ist das auch der Grund gewesen, warum es 2011 sogar über der Arktis, also über dem Nordpol, ein Ozonloch gab? Das kannte man ja so noch nicht. Ganz genau. Wir kennen normalerweise die Ozonlöcher von der Antarktis auf der Südhemisphäre. Da tritt es in jedem Jahr eigentlich auf. Über der Arktis ist es bisher nicht zu einem Ozonloch gekommen. Und 2011 wurden wir alle ein wenig davon überrascht, dass es dann auch dort mal so kalt geworden ist, dass wir ein voll ausgewachsenes Ozonloch auch über der Arktis bekommen haben. Jetzt wissen wir ja schon relativ viel über die chemischen Prozesse, die da oben stattfinden. Warum können wir trotzdem noch nicht wirklich ein Ozonloch vorhersagen, wie wir es im Beitrag gehört haben? Das ist ein wenig so, als wollten wir versuchen, vorherzusagen, bereits im Herbst, ob wir weiße Weihnachten bekommen. Das ist das Wetter. Man kann zwar sehr langfristig so eine Entwicklung vorhersagen. Sie sagten schon, gegen Ende des Jahrhunderts rechnen wir damit, dass es kein Ozon noch mehr geben wird. Aber für ein konkretes Jahr zu sagen, ob es besonders kalt wird oder nicht, das ist genauso schwierig, wie das Wetter vorherzusagen. Ist also schwierig. Jetzt haben wir ja einen Klimawandel. Es wird hier auf unserer Erde wärmer. Das ist menschengemacht. Wie beeinflusst das unsere Ozonschicht? Ja, ist richtig. Das Ereignis in 2011 ist leider nicht so ganz singulär, sondern es reiht sich ein in eine Kette von immer kälter werdenden arktischen Wintern, dort oben in 20 Kilometer Höhe in der Stratosphäre. Das ist ein kleiner Bruder des Treibhauseffekts. Wir wissen ja alle, dass durch den Treibhauseffekt wir eine Erwärmung hier unten am Erdboden bekommen. Und dadurch wird von der Wärmestrahlung, die von unten in die Atmosphäre eindringt, bereits ein größerer Teil hier unten zurückgehalten, was es hier unten wärmer macht. Dann kommt oben weniger an, wird es ganz automatisch kälter. Also die warme Luft bleibt unten stecken, oben wird es kälter? Die Strahlung bleibt unten stecken. Und das macht es, führt dann dazu, dass wir oben eine Abkühlung bekommen. Das heißt, es wäre also notwendig, dass wir die CO2-Emissionen reduzieren. Das hat man ja auch immer wieder versucht, dass man auch hier rechtlich verbindliche Ziele festlegt auf den Klimagipfeln. Man scheitert aber immer wieder daran. Warum klappt das nicht? Das ist so viel schwieriger, die Emissionen von Treibhausgasen einzuschränken, als es damals mit den FCKW der Fall war. Wir konnten die FCKW verbieten und durch Ersatzstoffe ersetzen. In den Spraydosen ist heutzutage einfach was anderes drin. Das funktioniert genauso gut. Treibhausgasemissionen, das heißt ja im Wesentlichen CO2, zu reduzieren, bedeutet weniger Energie zu verbrauchen oder mehr regenerative Energiequellen zu nutzen. Und das ist ein langfristiger Prozess, der verursacht hohe Kosten, der verursacht in vielen Bereichen auch Verhaltensänderungen und das ist sehr, sehr schwer durchzusetzen. Tut die Wissenschaft da genug, um Bewusstsein dafür zu schaffen? Ich denke, die Wissenschaft tut schon genug. Wir schaffen die Grundlagen dafür, dass wir verstehen, was in der Zukunft passieren wird, wenn wir verschiedene Szenarien auf der politischen Ebene verwirklichen. Das ist natürlich auch alles, was wir als Wissenschaftler tun können. Wie das dann hinterher in politische Konzepte umgesetzt wird, daraus müssen wir uns zurückhalten. Na, dann hoffen wir trotzdem auf eine bessere Zukunft. Dankeschön.